A-Ku lutscht Schwänze. A-Ku lutscht Schwänze. Zwinge Vitality zum Sex, nicht gerade weil sie geil ist, sondern Zedek sei der Ex. Dreckiger Bastard, hält jetzt Händchen mit der Pickelfresse ab. Dass er sich nicht zeigt, hat einen Grund, der ist ein dicker, fetter Spaß. Richtiges Opfer sperrt sich weinend in sein Studio ein. Pumpt nur Plankton Weed und träumt er davon, Julian zu sein. Das VBT, es beginnt. Was ist das denn für ein Kackturnier, wo ein Akku gegen einen 80 gewinnt? Im JBB wäre mir das nicht passiert. Dank meiner extra Wackness, Julian weiß wenigstens, was echter Rap ist. VBT ist wack, aber die nenne sich jetzt Elite. Oh, dann macht TRC wohl nicht mit. Bevor dieser Clown mal leider Partner den Mann bringt, der krass klingt, macht da wo ein Dunking. Ich war einfach jedes Mal einen Beat, der sagt, dass mein Gegner Schwänze lutscht. Und im Finale hol ich mir ne Jennix-Hook. Hey, hallo, Jennix. Na? Machst du mir ne Hook? Okay, danke. Spaß, Alter. Ja, wer lutscht die dickesten Schwänze? Wer kriegt den Pint in die Fresse? Wer drückt sich Wichse wie Acid? Wer ist es nicht und wer kickt die sickesten Texte? Oh, wer lutscht die dickesten Schwänze? Wer kriegt den Pint in die Fresse? Wer drückt sich Wichse wie Acid? Wer ist es nicht und wer droppt die sickesten Texte? Und die Regel will, dass ich noch einen zweiten Part kick. Mach mal ne Ausnahme, ich bin Halbfinalist und alle Qualis bisher können nicht ernst gemeint sein. Ihr wollt mich doch trollen, würde ich dieses Jahr gewinnen, wäre ich nicht mal stolz. Oh, ihr verbreitet Angst und Schrecken hier. Doch ich pack das schon, ich bin nicht ganz so wack wie ihr. Was ich seit letztem Jahr getrieben habe, Vocalux gehört. Und mich jeden Tag gefragt, warum ProRipper nicht stört. Jay konnte die Reise nach Miami nicht machen, denn ich kidnappt ihn getarnt mit Genevieve-Maske. Und mit der stieg ich in den Jet, wo schon ab am Start ist. Und der Kerl ist so krass dumm, der rafft das gar nicht. Ich hab ein paar schöne Tage hauptsächlich damit verbracht, am Strand zu hängen. Ab sah mit seinem Sonnenbrand aus wie ein Ampelmännchen. Jeremy musste jeden Tag lang 24 Stunden eine Woche an einem Stuhl gefesselt, die mal runden gucken. Akku! Akku, komm zurück, Mann! Halt mal Waterboarding mit mir! Oder kitzel mich miesmal! Oder fick mich wie ein Tier dann! Stich mich mit 24 dicken Wiesbratöffnern! Oder brich mir das beschissene Genick mit einem Stiernacken besitzenden Tierarzten! Aber das hier ist ein bisschen zu mies! Niemand foltert mit dem Richmond-Musik! Nein, Mann, nicht das 16. Alter. Nicht das 16. Mach die Musik aus! Ich kann das. Nicht das 16. Alter, nicht das 16. Nein, Mann, nicht das 16. Mach das aus! Kann das nicht, Mann. Das ist nicht witzig. Ich dachte, wir wären Freunde, Akku. Ich dachte, wir wären Freunde. Oder hätten irgendwie wären wir. Ich weiß nicht. Mach das aus! Nicht das 16. Mich nicht mal wundern, wenn du mit zweiten Namen Clarence heißt. Du bist so mieser Spaß. Nach Berlin gehen und auf Ghetto. Die Fehlentscheidung bist du mir. Jetzt machst du auch erstmal mal besser. Eine Agentur arbeitest jeden